Na gut, Tobi E. könnte ja dann stattdessen immer Eisenwaren doch ja abladen. 20 Stück und die werden automatisch verkauft. Es ist tatsächlich eine Überlegung. Oh. Oh. Hier war jemand schneller als ich. Hoppla. Sag mal, wo hab ich denn jetzt denn die Häuser gebaut? Hab ich die in Stettin gebaut? Wo sind meine? Guck gerade verwirrt auf die Minikarte. Wo sind meine Wohnhäuser? Hatte ich hier nicht welche gebaut? Schönen Gruß zurück von Fenrir. Danke dir, Decker. Alles klar, Arlene. Danke, dass du dabei gewesen bist. Wünsche allen noch einen schönen Abend und frohes Schaffen. Danke dir, Arlene. Bis bald. In den nächsten Tagen antwortet ihr auch endlich mal. Jetzt ist es schon 2 Wochen bei mir her. Sorry nochmal. Aber hast ja gesagt, alles hat seine Zeit. Oha, Kaufmann ist hier komplett ausgelastet. Jetzt fehlen mir hier die Ziegel. Alles klar. Immer Ziegel mit. Na. So, einmal 50 Ziegel mitgenommen. 34 von den Eisenwaren haben wir noch da, von dem teuersten überhaupt. Warte, halt zurück. Geh noch mal, nimm noch mal ein bisschen Holz mit. Denn Holz brauchen wir sowieso für die Produktion dort. Nochmal 20 Holz. Ab jeder. Na, wen haben wir denn da? Das ist wieder der Rusenberg. Jetzt bin ich mal gespannt. Will er das wissen oder nicht? Nö, er traut sich nicht gegen 3 Holks. Will ihm auch geraten haben. Zumal er ist immer noch angeschlagen. Ich habe ihn immer noch nicht gejagt. So, die Heike. Wo ist die eigentlich gerade? Die ist hier. Hat sie eigentlich mittlerweile noch Eisenwaren? Nein, hat sie nicht. Sie nimmt tatsächlich immer zu wenig Eisenwaren mit. Finde ich aber gut. Das heißt, wir können hier auf 150 mal aufstocken. So. Abladen tue ich die ja nicht, ne? Genau, die werden komplett nur verkauft in den Städten. In Rostock brauchst du sie nicht verkaufen. Das mache ich jetzt tatsächlich mit Tobi E. dann über den Kontorverwalter. Datei speichern und die nennen wir jetzt Heike. Damit ich nicht immer überlegen muss, was das eigentlich ist. Speichern. Und dann lösche ich auch die Erz-Holz-Route. Sehr fein. Da muss ich jetzt nochmal gucken, für wie viel produziere ich die Eisenwaren für 260? Für wie viel verkaufe ich den Bums? Für 300. Kann man sogar noch höher gehen. 350. Ja. Da gehe ich jetzt auf 350 hoch. 350. So. Zack. Bumm. Zack. Bumm. Verwalter einstellen. 14 pro Tag. Jo. Kontorhandel. Ich hätte gerne, dass du für 350 hast du gespeichert. Gut, habe ich vergessen. Eisenwaren immer verkaufst, wenn sie auf Lager sind. Und dann sagen wir... Warte mal, was baust du hier gerade? Du baust schon ein Kaufmannshaus, ich Depp. Okay. Es könnte aber noch ein Giebelhaus nicht schaden. Denn so langsam kehrt hier auch ein bisschen Reichtum ein. Ach, guck mal, hier ist doch mein Haus. Das habe ich gesucht. Oh nö, hier passt doch noch was rein. Ich brauche doch nicht weiterbauen. Alles gut. Alles okay. Fahr wieder zurück. Oder will ich irgendwo anders was bauen? Wie sieht es eigentlich mit unserem Fleisch aus? Und dem Verbrauch und alles? 20 Salz. Sind wir bei 80? Hatte ich hier Salzverbrauch? Nee, hatte ich nicht. Nee, ich produziere ausreichend. Nutzt ja ausreichend, das ist gut. Nö, dann fahr erstmal zurück, dann gehen wir jetzt doch langsam auf Piratenjagd.
wieder ein bisschen Beliebtheit dazu gewinnen. Und ich habe gar nicht nach Ausliegern geguckt und gar nicht nach Eldermann-Aufträgen geguckt, ne? Also Twitch rät mir gerade, ein Sprechverbot auszulösen. Ich glaube, ich behalte mal lieber meine Punkte. Du kannst es dir aussuchen, das steht dir frei. Weil dann würde ich auch eine Pipi-Pause einlösen. In der Zeit, in den 3-Minuten-Timer. Aber ungefähr eine Stunde haben wir jetzt noch. Für diesen Stream. Für dieses Spiel. So rum, der Stream, den unterbreche ich ja diesmal nicht. Der Gori ist angekommen. Der hatte ja keine Ladung dabei. Schiff reparieren. 18 Tage, Junge, Junge. Aber klar, durchschnittlich 30% Schaden. War schon mal ordentlich. So. Aber sag mal, ich bin immer noch verwirrt. Wo habe ich denn vorhin die Häuser gebaut, sag mal? Nee, das war doch hier. Ja klar, einmal hier und einmal hier hinter ist meins. Ja, das habe ich gesucht. So, sorry, mein Monitor ist gerade am Flackern. Lass mal hier ein bisschen wackeln. War das noch gut? Ah, das ist noch gut. Sieht erstmal stabil aus jetzt, ne? Ja. Ah, und wie ich es angekündigt habe, die 2,5 werden schnell übertroffen. Jetzt durch die 2 neuen Betriebe, die ich hier platziert habe. Ich weiß gar nicht, wann der hier gebaut wurde. Ob der vorher schon da war? Weiß es gar nicht. Da sind vielleicht sogar 3 neue Betriebe gewesen. Gut, ich muss natürlich noch sagen, ach, total vergessen, Tobi E., warte mal, wo ist er denn? Der da. Der Tobi E. darf dann in Zukunft in Rostock, das war das Falsche, die Eisenwaren abladen und da sage ich auch maximal 20. So, und da sage ich jetzt auch speichern unter Tobi E., der hat sich übrigens auch schon ewig nicht mehr erblicken lassen. Ich glaube, die Route hatte ich erstellt, da habe ich noch nur auf YouTube getwitcht. Hm? Genau. Auf YouTube gestreamt, meinte ich natürlich. So, das heißt, ich kann jetzt den Bier Ost als Bezeichnung löschen. Dann haben wir nur noch Versorgung Ost und das ist die Cookie-Route und die benenne ich jetzt einfach um, damit ich halt in Zukunft immer weiß, das ist der Cookie. Der Cookie, der im Übrigen wieder zu wenig Eisenwaren mit sich führt. Aber er hat auch nicht so viel Last. Ach, warte mal, die Kogge, der Michi könnte mal mit dem Cookie fahren. Das ist eigentlich die Idee. Er nimmt gar keine Eisenwaren mit. Das könnte es erklären. Das könnte es ja erklären. Okay. So, aber erstmal sagen wir jetzt so hier, das ist die rote Cookie. Was? 96 oder 69? Ich komme jedes Mal durcheinander bei dem Thema. 96. Speichern. Und dann löschen wir jetzt diese Bezeichnung hier. So. Dann haben wir sie jetzt auch nach Konvoi-Namen sortiert. So, wen haben wir denn hier eigentlich gerade? Wenn ich eh schon mal gerade in die Leute reingucke, also bei den Leuten reingucke. Okay, legitimer Zuschauer, gut. Nicht wundern, ich gucke ab und zu mal nach Bots jetzt hier. Gut, die restlichen Namen kenne ich. Das sind keine Bots, wunderbar. Zack. Also Twitch redet mir gerade... Achso, das hat man schon. Also ist geil, wie gesagt, du kannst so gerne die drei Schweigeminuten kannst du gerne aktivieren. Wenn du möchtest, dann lege ich eine kurze Pipi-Pause ein und schreibe dann halt in den 3 Minuten mit euch. Machen wir eine kurze Pause dann. So, der Michi und der Cookie sollen mal vereinigt werden. Ach, das geht jetzt natürlich nicht, weil ich hier noch keine Matrosen drauf habe. Logisch. Keine Bewaffnung. Ich glaube, da nehme ich dann lieber unseren Dritzelu und so als Eskorte. Aber Michi braucht erstmal eine Mindestbesatzung von 10 Leuten. Anwerben. So. Dann wird er sich dem Konvoi Unrat anschließen, genau. Und dieser wiederum wird den jetzt da nach oben eskortieren. Was habe ich jetzt hier noch drauf? Holz und Ziegel, die ich eigentlich nicht brauche. Ja. Oh, es wird schon wieder langsam knapp mit dem Lagerplatz. Ach, ihr könnt eigentlich gleich nochmal gucken, was ihr Schönes mitnehmen könnt. Nimmst du nochmal einen Huni an Bier mit, nochmal einen Huni an Eisenwaren mit.
Und Abigaloppi. Uiuiui, eine Belagerung haben wir ja auch noch. Habe ich irgendwas draußen gebaut? Ja. Von wo kommen sie? Zum Glück nicht von hier. Meine Hanfproduktion steht gerade still. Sind das meine? Nein. Haha. Der Hermann Fruwe verliert seine Jagdhütten. Hey, sorry, ich darf lachen. Dafür, dass ich auf den nochmal eine Produktion verloren habe. Hermann Fruwe. Georg Fruwe, okay. Hey, ich bin wieder beliebtester. Sehr schön. Ich brauchte gar nichts dafür machen, außer weiter mit dem, was ich vorher gemacht habe. Pinkelpause, Pinkelpause, Pinkelpause. Soll ich jetzt 3 Pinkelpausen machen? Lol. Jetzt muss ich 3-mal aufs Klo anscheinend. Okay. Ja, ihr seid mir ein paar Verrückte, ey. Pass auf, Leute. Ich speichere mal eben ab. Zack, zack. Dann gehe ich mal kurz hier in den Pausemodus. Dann switchen wir hier auch in den Pausenmodus, bitte. Danke. Und jetzt bekommt ihr ihn endlich, euren Lieblingsstuhl. Jetzt bekommt ihr ihn. Bis gleich. So, der Stuhl macht jetzt erstmal wieder Pause. Jetzt ist der andere bestuhlte Typ hier. So, jetzt werden wir erstmal die ganzen Kanalpunkte-Belohnungen noch einlösen, bevor sie wieder ewig 3 Tage bei mir drin hängen. So, wo war das nochmal? Das war. Oh Gott, ich suche das jedes Mal, das Fenster. Wo ist es denn? Hier ist es. So. Jetzt speichere das doch endlich mal hier ab, Digga, alter Mann. Mach hier mal kurz einen Pop-out. Das ist mal ein großer, damit du es auch sortiert bekommst. Also, es wurde 3-mal Pinkelpause eingefordert. Wer war zuerst? Es war zuerst der Dark Loipe. Dann kriegt der Dark Loipe seins eingelöst. Und die anderen 2 bekommen ihre Punkte wieder zurück. Auch wenn es ein schöner Zufall war. Und die anderen wurden vorhin eingelöst von Decker oder Cookie. Sehr gut. Gut. Haben wir das auch wieder sortiert. Zu blöd zum Atmen und zu sprechen gleichzeitig. Ist nicht gesund. So. Was ist mit meinem Monitor hier heute schon wieder los? Hör auf jetzt hier, sonst muss ich die russische Art von der Reparatur machen. Ich hab irgendwo noch einen Hammer zu liegen. So. Weiter geht's. Zack. Okay. Es wird auch mal wieder Zeit für ein Bad. Ja. Danach beten wir auch nochmal. Diesmal brauche ich auch kein Geld zu spenden. Was ja so an sich ganz gut ist. Ja. Da gucken wir mal wieder nach Aushängen nach, sobald Dritzelu zurück ist. Also Unrat und Dritzelu und Matthias waren es, glaube ich, die 3 Kocken. Das hier gefällt mir ehrlich gesagt nicht, dass wir gerade so wenig haben.
Linguas et van quid minc in apostolos de gentes. Amen. So, liebe Leute, macht Bild mit dem Rauchen nicht nach. Macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Euch Minderjährigen ist das sowieso verboten. Ich heiße es eh nicht gut. Ja, ich glaube, es wird wirklich langsam Zeit, dass ich noch ein weiteres Lager baue. Wo hatte ich das letzte platziert? Hier unten. Aber eigentlich wollte ich hier hinten immer die Lager nutzen, ne? Oh, wartet mal. Ich sehe gerade, ich könnte mal wieder ein paar Straßen bauen. Moment. Wo war das? Hier war das. Nicht. Hier. Straßen. Ja. Wir haben nur 58% ausgebaut. Und wenn ich jetzt eh so viele Ziegel habe, dann hau doch mal rein hier. Ja, follow. Bauen wir die mal schön aus. Sehen wir sogar richtig. Sehr schön. 80% machen wir 90, ne? 90? So. Und jetzt zieht er hier auch schon die Straßen entlang. Alles klar. Ach komm, wir machen gleich die 100 voll. So. 100% ausgebaut. Wunderbar. Jutti. Damit gibt es auch irgendwie einen Trick. Man kann irgendwie mit dem Straßenbau irgendwie sich noch mehr Bauplatz schaffen, beziehungsweise es geordneter machen. So wie der Hesso es vorhin gesagt hatte. Mit diesem Sechser-Block-System. So, huch. Ich wollte die Flotte anklicken. Das war der Frank. Das gut Tuche mitgenommen. Wolle ist aber noch da. Wolle ist noch da. Super. Hm. Apropos Wolle. Ich muss noch Spitzname Wolle noch was schreiben. Jetzt, wo es mir einfällt. Vergesse ich es nachher sowieso wieder. Ich kenne mich doch. Aber hat Zeit. Hat Zeit. Felle und Fisch. Ach genau. Ich wollte ja eigentlich noch in Ladoga. Ich mich jetzt erschrocken. Aber stimmt, die werden ja immer noch belagert. Ich wollte ja eigentlich in Ladoga noch mehr Eisenwaren hin transportieren, damit die von hier aus von Cookie verteilt werden können. Und der Cookie wiederum soll dann den Michi als Kogge bekommen, als Laderaumerweiterung, genau. Ich glaube, ich beschleunige sogar mal den ganzen Bums hier. So. Sehr schön. Dann der Michi. Der natürlich gleich die ganzen Waren an Bord hatte, die ich hier noch ablegen wollte. Ich hoffe, die werden mir jetzt nicht weggeplündert. Der verlässt jetzt diesen Konvoi. Ja. Und die drei Leutchens hier kehren wieder zurück nach Lübeck. Und dann gucken wir nach Aushängen. Und auch nochmal nach Edermann-Aufträgen. Aber ich glaube, dafür sind wir noch nicht bereit für Edermann-Aufträge. So. Konturhandel. Hier gehen wir jetzt auch auf 350 hoch. Hier ist auch schon lange kein Bier mehr angekommen, gefühlt, ne? Der Frank. Der Frank nimmt momentan wie viel Eisenware mit? 40. Das ist sogar noch zu wenig. Dafür, dass wir ja gesehen haben, dass das fast immer vollständig verkauft wird, bis auf 10. Denn die 10, die ich noch da habe, die brauche ich dann wiederum für die Jagd. Deswegen sage ich ihm jetzt hier in Zukunft, soll er gerne mal 60 mitnehmen. Wir produzieren ja noch, ist ja kein Thema. Dann überschreibe ich das jetzt hier wieder auf Frank. Und der Cookie wiederum. Ach, warte, jetzt habe ich versehentlich die Route geändert, oder? Natürlich. So. Und der Cookie wiederum soll dann jetzt in Zukunft bitte auch aus dem Kontor Eisenwaren mitnehmen. Immer mal so 20. 20, so. Und das unterwegs verkaufen. Für 350. Maximum. Und was er nicht verkauft bekommen hat, lädt er wieder ab.